Die Nasdaq traut sich nicht, ähnlich wie der DAX. Servus zusammen. Das ist jetzt ein kleiner Clip mal hier über die Nasdaq. Habe ich auch schon jetzt ein paar Tage nicht mehr gemacht. Und bevor ich in die Gegenwart komme, mal so einen Blick zurück, um diese Linien, die sollen rot sein, zu erklären. Vom All-Time-High, da so bei 16.773 bis runter zum Low, sind das hier die Fibo-Zahlen. Nur, dass ihr das wisst, weil ich gehe jetzt also auch in den Chart ein bisschen weiter rein. Wir haben das 38er eben von dieser langen Bewegung haben wir bei 12.865. Und der nächste Fibo-Widerstand ist genau dieser hier. Da sind wir bei 13.611. Nie genau auf den Punkt gucken. Dass ihr es wisst, das ist also das 50er Retracement liegt hier. Beziehungsweise haben wir noch ein bisschen Platz zu eben diese, wo war der Schlusskurs gestern Abend? 12.975, also diese rund 640, 650 Punkte. Und damit nehme ich die jetzt mal raus, damit der Chart ein bisschen ordentlicher aussieht. Voilà. Und jetzt gehen wir mal hier näher rein. Also mir fällt es schon auf, dass der hier oben so rumschlawenzelt. Der kann sich nicht entscheiden. Und auf den ersten Blick fallen mir diverse andere Dinge auf. Das eine ist, wir haben hier ein relativ frisches Verkaufssignal über den Oszillator. Wir werden negativ, das ist mehr oder weniger eine ausgemachte Sache, über die traditionelle Sichtweise beim MACD. Wir sind bereits negativ, ja, lang, kurz, kurz. Das ist hier, ab diesem Tag hier, über die moderne Sichtweise des MACDs. Die Bänder gehen zusammen. Das untere steigt, das heißt, diese Bewegung hier ist für mich erstmal beendet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir entweder korrektiv gehen oder seitwärts gehen, ist in beiden Fällen eher gegeben, als dass wir hier drüber hinausgehen. Positiv würde der Nasdaq bei mir werden mit einem Überbieten der 13.211. Auch hier nicht, bei 12 ist der noch nicht durch. Ja, also es müssen schon mal so 30, 40 Punkte sein. Aber mir missfällt das ein bisschen. Irgendwie, der hat keine Traute. Dem fehlt so das letzte Quäntchen Vertrauen. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel mal schaue, was da nächste Woche, diese und nächste Woche alles für Zahlen kommen, das ist nicht wenig. Wir kommen voll in die Berichtssaison wieder rein. So gut, so Bed Bath Beyond, das interessiert mich jetzt nicht so. Aber wir haben, was ist denn das? Am Freitag geht es los. JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup. Das hat jetzt mit dem Nasdaq nichts zu tun. Aber das sind Zahlen, die den Markt beeinflussen werden. Dann war nächste Woche, hier, am Dienstag geht es los mit Netflix. Kommt auch nochmal Bank of America, Goldman. Da kommen überall jetzt richtig viele, viele Zahlen. Und vor dem Hintergrund dieser anstehenden Zahlen wird das Vertrauen in den Markt nicht wirklich größer. Das muss man einfach mal so sehen. Mir ist Folgendes aufgefallen. Wenn ich mal hier so ein bisschen mit den Fibo spiele, das mache ich ja ganz gern, und nehme hier das Low, gehe über das High, was wir hatten am 30.01., haben wir hier eine 50% Korrektur gemacht, runter bis zu 11.780. Das hat ziemlich genau gepasst. Jetzt nehme ich mal hier das Hoch, was wir hatten letzte Woche, und schauen wir das mal hier an. Ziehe also die letzte Bewegung hoch. Das macht jeder anders, ja, bevor ich jetzt da Kommentare unten bekomme. Das macht jeder anders. Ich mache das halt so, ich spiele damit. Ich will wissen, wo sind die denn überhaupt? Hört mir auf, wir gehen hier hoch. Und wenn ich das jetzt mal als Ende von dieser Bewegung annehme, hätten wir das 38er hier bei 12.633. Aber das 50er bei 12.455 hier. Und das verbindet sich mit dem Hoch vom 6.3., diesem Shootingstar hier, den wir dann hier mit Bravour gelöst haben. Das wäre ein klassisches Back-to-Breakout. Das ist eigentlich eine Traumzone. Wenn er da reingehen würde, das heißt aus dieser Bewegung hier bis hier runter korrigiert, das wäre sehr, sehr schön. Und die Wahrscheinlichkeit vor dem Hintergrund der traditionell fallenden MACD-Linie, der modernen fallenden MACD-Linie und das Verkaufssignal in der Stochastik und den anstehenden Zahlen halte ich für sehr groß, dass wir das also korrektiv machen und nicht nur seitwärts. Das ist ähnlich wie im DAX. Ich mache heute Abend den Film über den DAX. Wir sind jetzt 11-mal an der
15.670 mit Schlusskurs gescheitert. 11 Mal. Und das ist kein Stundenchart, den ich euch da zeigen werde, das ist der Tageschart. Das ist schon, das ist viel. Das heißt, hier irgendwie fehlen hier die Anschlussorders, frisches Geld, eine Aussage, irgendeine Meldung, die uns hier drüber bringt. Aber selbst wenn wir das schaffen hier und gehen über diese 13.213, wäre nach meinem Dafürhalten das hier der nächste Widerstand. 13.731. Und wo war das? Bei 13.611 war das 50er von der langen Bewegung. Also von daher, das ist hier alles ziemlich eingekesselt. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Weg hier runternehmen und dass wir eine Korrektur nochmal machen, hier in diesem Bereich 12.500. Nochmal, nie genau auf den Punkt gucken. Deswegen habe ich folgende Scheine mal mitgebracht zum Spielen. Das eine ist ein Call mit der Basis 12.401. Jetzt muss ich den mal hier rüberschieben. 12.000, ich lege ihn jetzt mal hier hin. 12.401. Da sind wir unterhalb von diesem Mini-Zwischenlow, was so aussieht wie ein Hammer. Und wir sind unterhalb von dem Hoch, was wir hatten am 6.3. 12.401 hat im Moment einen 22er Hebel. Der ist nur dafür gedacht, wenn wir wirklich es schaffen, hier über die 13.200 zu gehen. Das ist die GP0JQW. GP0JQW. Ich habe aber auch einen Put mitgebracht. Für den Fall, dass wir hier rausgehen. Der ist erstmal für die Watchlist. Ja. Und ich mir vorstellen kann, dass wir im Bereich 13.700 fette Widerstände kriegen. Wäre das einer, der hat dann einen erheblich höheren Hebel von momentan 14. Der liegt dann irgendwo so bei 27 bis 30. 13.857. Das ist die GP0M37. Jetzt mache ich das immer wieder weg. Also hier ist noch nichts klar. Grundsätzlich gilt, selbst wenn wir hier überall überkauft sind und leichte Verkaufssignale kriegen, wenn der Chart, wenn die Nasdaq sich freischaufelt und geht über 13.211 mit ein bisschen Abstand, dann rechne ich auch damit, dass wir wenigstens eine 13.650, 13.700 sehen. Wenn wir das nicht schaffen, und davon gehe ich momentan aus, glaube ich eher an eine Korrekturphase, die hier runtergeht an die 12.450. Dahin, und da muss man neu würfeln und gucken, was passiert. Sich das ein bisschen anschauen. Nochmal, mir fehlt das Geld, mir fehlen Anschlussorders, mir fehlt das Vertrauen. Aber ein Chart, der hier drüber geht, beziehungsweise ein Kurs, der hier drüber geht, macht das alles hier zur Makulatur. Dann darf man nicht auf die Technik gucken. Der Chart ist immer wichtiger als die Technik, meiner Meinung nach. Ja. Gut, heute Abend, am Mittwoch, gibt es dann den nächsten Film. Das ist dann über den DAX. Und wie gesagt, der sieht auch ganz komisch aus. Ja, mit diesem 11er Widerstand da im Bereich von 15.670 Schlusskurs. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.